So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von mir. Und zwar, heute geht es darum, dass ich mich bedanken will bei euch. Und zwar, Blaze Chris bedankt sich bei den Abonnenten, dass wir die 100er-Marke geknackt haben. Und die rechtmäßige Begrüßung lautet natürlich: Willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite. Mein Name ist Blaze Chris. Und jawohl, die 100er-Marke ist geknackt. Wie geil ist das denn? Ihr seid einfach nur die Geilsten. Also für viele bedeutet 100 Abonnenten nicht viel. Für mich bedeutet das jetzt schon die Welt. Ich bin jetzt keiner, der für die Abonnenten die ganze Zeit kämpfen will oder so, sondern ich will den Leuten was bieten, was sie auch unterhalten tut und hoffe, das tut es auch. Und die Feedbacks, die waren bis jetzt richtig geil. Und dank vielen, 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 vielen Dank an die Leute, die mich die ganze Zeit supporten, die ganze Zeit Werbung machen für meinen Channel und für meinen Bruder genauso. Also ich denke mal, ich bedanke mich auch von der Seite von meinem Bruder und es ist richtig geil. Also ich hoffe, es geht weiter so und dass ich mehr Leute dazu bewegen kann, mich zu abonnieren und damit ich auch vielleicht noch mehr Themen rausholen kann als nur irgendwie Rage-Ops oder Sing-Ops oder sonst irgendwelche Commentaries oder so. BKs Goldrausch geht natürlich auch weiter. Ich muss gucken, wann die nächste Folge sein wird. Entweder wird es jetzt dieses Wochenende sein, aber vermute ich eher weniger, weil dieses Wochenende am Sonntag, also Samstag bin ich nicht da, am Sonntag als Dankeschön werde ich ab 20 Uhr einen 6-Stunden-Livestream bei Twitch TV also streamen. Und zwar müsst ihr dann darauf gehen auf twitch.tv/blazechris1984 und da könnt ihr auch eventuell in den Gruppenchat schreiben, die halt neu dazu kommen und zugucken und mich abonnieren wollen. Ihr wisst ja, wo es ist, ihr wisst, wie es geht. Und zwar geht ihr da auf YouTube, b.lacechris, ich habe mich ein bisschen da verplappert, macht aber nichts. Und eben, wie gesagt, ihr seid einfach nur die Geilsten. Es ist richtig Hammer, Spieler zu sehen, die ganze Zeit auch einen Supporten tun und richtig Werbung machen, auch in den Open Lobbys und so, ohne dass ich jetzt irgendwie mich da einmische zum Teil. Und die tragen auch die Namen über den Na also meinen Namen, so quasi mit Subscribe, Blaze Chris über ihren Gamertag-Namen da bei PSN und so. Also Leute, ich liebe euch, man, ihr seid einfach die Geilsten, ohne Witz. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen. Ich weiß nicht, wie oft noch. Ich würde euch am liebsten eine Millionenfach danken, weil ich hätte das nie gedacht, dass wir so weit kommen. Und doch ist es so weit gekommen, dass ich sagen kann, also mein Stolz ist nur wegen euch jetzt so groß geworden. Und zwar werde ich mir auch weiterhin Mühe geben, um richtig geile Videos zu posten, sprich Gameplays von meinen Spielern, eventuell von je nachdem Abonnenten, die halt auch öfters mit mir spielen. Ansonsten, eben wie gesagt, es ist halt, ich poste halt nicht von jedem Video. Es ist, sollte eigentlich auch verständlich sein, weil ich weiß ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass es nicht fair wäre gegenüber vielen Spielern, sage ich, weil ich kann nicht jedem sein Video posten. Vor allem, ich poste ja nicht jeden Tag Videos. Da müsste ich ja jahrelang schon im Voraus planen, was ich poste und wann ich poste. Aber das kann ich ja nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, verschiedene Themen. Dann noch mit dem Live-Commentary bei BKs Goldrausch. Und ich gebe mir, keine Ahnung, ich versuche noch eventuell noch weitere Themen herauszufinden, was ich euch noch posten könnte, so im speziellen Serienmodus oder so. Keine Ahnung. Also bei PS4 wird es auf jeden Fall weitergehen mit Call of Duty Ghosts. Da mit der Plattform halt PlayStation 4, ne? Das ist normal. Und ich werde mir da auf jeden Fall die Mühe geben, weiterhin die Kommentare zu posten, weiterhin Gameplays zu posten, auch für so Black Ops 2 wird dann wahrscheinlich eher so untergehen. Dafür wird Ghosts dann umso mehr gepostet. Ich muss mal gucken, was genau läuft. Vielleicht werden auch weitere Spiele gepostet. Das muss ich sehen, je nachdem, was auf der PlayStation 4 alles so Gutes rauskommt, jetzt zum Beispiel, also im Online-Modus.
Aber ich denke mal, eventuell begrenzen wir das halt nur auf die Call of Duty Community. Und mal gucken, vielleicht findet ihr ja irgendwelche Vorschläge, die ihr mir posten könnt in den Kommentaren. Und das kann man immer wieder zusammen angucken. Eventuell kommt ja was Gutes dabei raus. Und ich werde mal schauen. Ab und zu werde ich mir so einzelne Spieler rauspicken, so für ein Dual Commentary oder vielleicht sogar mal für ein Quad Commentary oder so. Ja, eben wie gesagt, also die Welt steht offen. Das Gameplay hier habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist von einem meiner Mitspieler, Crimson Devil. Der hat bei Suchen und Zerstören Only Knife gespielt mit Kampfaxt und hat 16 zu 3 als Endscore erreicht. Also richtig geil, Daumen hoch, Crimson. Das habe ich wirklich selten gesehen, dass es so gut gespielt wird. Und ich finde es einfach abartig. Also, wie gesagt, geiles Gameplay. Es ist einfach nur geil, 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 dass ich euch als Abonnenten habe und dass ich auch die 100er-Marke geknackt habe. Jetzt ist die nächste Marke, ist auf jeden Fall schon mal in Sicht, also in Sicht in dem Sinne als Ziel festgelegt, und zwar die 500er-Marke zu erreichen vielleicht. Road to 500 ist schon eröffnet worden, und wie ihr gesehen habt, durch das, dass jetzt irgendwie die 100er-Marke geknackt wurde, sprich, kam ein neuer Banner, kam ein neues Logo, kam eine neue Channel-Beschreibung und und. Also viele Sachen, die ihr neu entdecken könnt beim Channel. Und das wird sich auch mit der Zeit immer wieder ändern, denke ich. Denn ich habe auch meinen geilen Builder-Creator, also den Banner-Creator und Logo-Creator, den Proximity. Der ist richtig geil, der steht auch unten in der Beschreibung drinne. Er ist nicht mehr so aktiv bei YouTube, aber richtig, richtig geil, was der Junge alles machen kann mit verschiedenen Programmen. Nice, Daumen hoch, Pricks. Es freut mich auch, dass du sowas für mich machst. Also ohne Witz, nicht jeder macht das für jeden, sage ich jetzt. Auch wenn ich der Leader von SGE bin. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch, so wie viele andere auch, logischerweise, ne? Also da, von daher wird es jetzt nicht so sein, dass ich irgendwie was Spezielles verdient hätte, weil ich bin, wie gesagt, Blaze Chris, einfach nur Blaze Chris, ganz einfach. Eben. Ich melde mich dann wieder mal zurück, wenn es wieder soweit ist. Also leider ist die Runde hier, sehe ich gerade, verloren. Aber spielt keine Rolle. 16 zu 3 der Endscore. Richtig hammergeil von Crimson. Richtig hammergeil für alles andere, was mir der Proximity alles gepostet hat. Richtig hammergeil, was ihr für mich tut mit den ganzen Posts und die ganzen Werbungen. Oh, ich weiß nicht, ich bin so nervös. Das hat mich so von den Socken gehauen. Ich bin einfach nur sprachlos. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns spätestens am Sonntag. Die, die Bock haben, können ja einschalten bei Twitch TV oder einfach vielleicht sogar mitzocken, dass ihr auch dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio, bye bye. Euer Blaze Chris. Yes, Boys!